Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's nach der kleinen Mikrofonstörung von mir in Folge 7, haben wir gesagt, ne? Jetzt sind wir auf Folge 7, ja. Jetzt sind wir Folge 7. Na, ich habe ein kleines Problem mit meinem Mikrofon. Da ist nämlich irgendwie ein Wackler in der USB-Buchse drin. Okay. Also, wenn ich nachher nicht mehr zu hören bin und ihr hört noch einen Danny, dann wisst ihr Bescheid. So, wir versuchen jetzt eben noch die Terror-Mission hier durchzukriegen, bevor das Mikrofon ad acta legen. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, wir sind hier wir wollten im Skyranger waren wir. Und dann wollte ich eben was rausholen, weil ich habe das Gefühl, vielleicht sind hier wieder ein paar Leute hinten aktiv. Man weiß es ja nicht. So. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Aber da ist auch nichts. Also da ist irgendwo einer, entweder fliegt er noch, entweder kann auch sein, dass der irgendwo auf dem Dach steht. Oder der ist hier drin und traut sich nicht raus, wa? Feige Sau. Würde ich jetzt, glaube ich jetzt zwar nicht, aber wer weiß. McFly, die feige Sau. Ja. Niemand nennt mich eine feige Sau. Okay, so, dann mal gucken. Das haben wir. Vielleicht ist ja auch noch hier irgendwo einer drin. Hier ist auch noch ein großes Haus. Hier ist auch noch was. Warte mal, der. Ich gebe jetzt einfach mal ab, weil ich habe jetzt keine Ahnung. Ah, da war was. Da auf jeden Fall einer ist noch aktiv. Warte mal, der. Der hat hier gefeuert. Der ist. Der muss hier irgendwo noch in dem Haus sein. Zweite Etage sogar. Wahrscheinlich. Der ist drin und traut sich nicht raus. Okay. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter ruft. Ja, genau. Und Sieges Gewiss klappert ihr Gebiss. So, Schwiegermutter, wo bist du? Warte mal, dann werde ich jetzt einfach mal die hier hinziehen. Aber der ist noch bewusstlos, glaube ich. Nein. Der ist auch schon. Na, der war bewusstlos und ist wieder. Okay. Ja. Der ist wieder eingeäschert worden. Ah, ich weiß, was der machen wollte. Warte mal, der wollte wahrscheinlich auf ihn hier zielen. Das glaube ich auch. Deswegen gehen wir jetzt mal in Deckung. Und dann war es ein Todeskommando. Apropos Todeskommando. Moment, da war doch. Ah, da ist er. Dann werde ich jetzt mal alles, was wir haben, mal Richtung dem Haus dahin schicken. Zack, der ist noch hier. Den lasse ich jetzt auch mal hier stehen, falls irgendwas zurückkommt. Wir beide bleiben hier drin. Die haben wir schon bewegt. Und ab dafür. Ja, der hat auf den Zivilisten geschossen. Der ist hier drin im Haus und die feige Sau. Hör mal, Kevin allein zu Hause, sag ich da nur. Die Frage ist, der wird oben sein, vermute ich mal. Ja, dann geh doch hoch. Mache ich auch jetzt gleich, aber jetzt noch nicht. Erst, wir lassen uns Zeit. Lass dir nur nicht zu viel Zeit. Ja. Ich weiß, die lieben Treiber haben da so einen siebten Sinn. Die haben alle Aliens. Mhm. Aber vielleicht ist er der Held der Stunde und sieht ihn. Da oben ist er. So, komm, das müsste aber jetzt der letzte dann gewesen sein. Ja. Na, verdammt, keine Zeit einhalten. Ich kann nur einen Schnellschuss machen. Ja. Der befindet sich draußen, okay. Warte mal, kann ich da durchs Fenster? Na, da steht ein Schrank davor, scheiße. Okay, mit dann. Mit einer Plasmawumme wäre halt kein Problem. Wenn ich eine hätte, aber ich habe ja keine, leider.
stelle ich die mal dahin. Ich glaube, der Kerl, der da hinten rechts am Lagerhaus steht, der ist gleich tot. Ja, das glaube ich auch. Den meinst du? Ja, zwei Runden mit... Mit was? Zwei Runden die Missfire getroffen von... Also die Missfire nicht erwischt vom vom Alien. Ich schätze mal hier die dritte Runde, die... Das wird dann kein Missfire, sondern ein Volltreffer. Mhm. Ich könnte ihn ja auch wieder ein Stück zurücknehmen. Okay. Das war ein... Kennst du einen Satz mit X? Das war ja wohl nix. Scheißdreck. Ja, der hat versucht, gegen die Mauer zu schießen. Guter Reaktionsschuss von unseren, also von ihr hier. Ja. Komm, das müsste aber jetzt gewesen sein. Das war's. Ha. Also, alter Schwede. Ja, okay, wir haben drei verloren. Okay, einer, eigentlich zwei. Der dritte ist durch Friendly Fire getötet worden. Ja. 13 Außerirdische haben wir. 13 wurden geborgen, Artefakte. Wir sind durch. Brandraketen. Nicht genügend Ausrüstung, ja. Ja. Na, wie gesagt, die Rakete, die schmeiße ich auch wieder über Bord. Okay, dann werden wir jetzt erstmal zur Basis zurückfliegen, um es realistischer zu machen. Der kann übrigens zurück zum Stützpunkt. Jo, dann gehen wir ins Stützpunkt und dann verkaufen wir mal wieder einiges. Dann werde ich nämlich auch anfangen hier. Das wollte ich verkaufen. Pistolen wollte ich verkaufen. Rechtsklick. Rechtsklick machen wir. Gewehr lassen wir. Weg. Schweres Plasma behalten wir, würde ich sagen. Plasma. Das normale Plasmagewehr würde ich auch behalten. Okay. Aber die Pistole, die schmeiße ich erstmal komplett weg. Aus natürlich immer jeweils eines. Außerirdischen Granate schmeiße ich am Anfang auch immer weg. Wieso das denn? Damit wir Geld haben, weil wir kriegen, die kriegen wir nachher sowieso wie Sand am Meer. Ich würde sie behalten. Also da bin ich immer ganz froh drum, wenn ich die im Lager habe. Okay. Und schon haben wir wieder 1,5 Millionen jetzt gleich. Mhm. So, mal gucken. Soldaten. Oh, da sind, alle aufgestiegen, so wie es aussieht. Und der eine ist verwundet. Bis okay. bis auf zwei, ja. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Wir haben eigentlich nur einen, der sich richtig beworben hat. Und die anderen, die haben wir jetzt einfach mal so dazu gedichtet, weil die so mit uns so ein bisschen was zu tun hatten. Beziehungsweise so mit dem werten Mikey. Genau. Zumindest haben wir uns Abonnenten ausgesucht oder auch generell Leute, die schon mal bei mir einmal als Co-Kommentator dabei waren. Oder mit denen wir so ein bisschen in Kontakt sind. Genau. Deswegen werden wir erstmal, warte mal, Soldaten. Ich muss mal gucken, da stand da, ja, der eine ist verwundet. Ist ja egal, wir benennen die einfach von oben nach unten durch, jetzt von der Liste her dann auch. Genau, dann mal gucken, da fehlt also die 4, okay, 3 und 4, was waren wir? Die 7 ist abgenippelt, oder abgenippelt worden, eher gesagt. Ne, 2, genau, eine ist abgenippelt worden und 2 sind regulär abgedingst. Okay, mal gucken, verwundet, wen nehmen wir da? Benennen erstmal, ist doch jetzt scheißegal, auch wenn er jetzt die Person verwundet ist, dann hat sie halt jetzt mal ein bisschen Freiraum. So, warte mal eben. Das hat man jetzt natürlich in der Aufnahme gesehen. Das schneide ich gleich raus. Das kann ich ja noch rausschneiden. Ich bearbeite die ganzen Folgen. Also stimmt, ja, da machst du ja ein Standbild dann, ja. Genau. Das schneide ich alles raus. Dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten regulären an. Er wird auch leider gleich, er bleibt auch gleich im Krankenhaus liegen. Das ist auch der einzige. Das ist nämlich der oder die Schnuffel 197. Nee, Quatsch. Schnuffel 97, Entschuldigung. Hat auch eine schöne spezielle Schreibweise. Schnuffel 97. Hörst du mich noch? Danny? Hallo? Hörst du mich noch?
Sehr, sehr leise. Sehr, sehr leise? Scheiß im Dreck, also okay. Wir machen noch mal kurz eine kleine Aufnahmepause. Kleinen Moment, Leute. Okay, da sind wir wieder. Ach, also irgendwie müsste der Mike mal ein bisschen was in sein Equipment stecken. Na, erstmal ein neues Mikro. Ha, 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 ha. Ja, das meine ich doch, du Vollidiot. Ja, ist mir schon klar. Nee, ich weiß nicht, diesen Monat ist der Wurm drin. Erst der Reifen und jetzt ein Mikro. Hilfe! Ich brauche Geld. Ja. Apropos Geld, bevor wir jetzt weiter umbenennen, ich würde sagen, gehen wir mal kurz ins Denkmal. Hier können wir sehen, wer gerade abgenippelt worden ist. Okay, die 6, die 7 und die 11. 11 hat einen getötet. Ich würde mich totlachen, wenn es der eigene Mann war. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die 11 ist die, die... Und die 7, ja, das ist die, wo du gesagt hast, die war so gut. Die hat 4 Mann in der Terrormission umgelegt. Oder eher. 6 hat 0 getötet, seit 2 Missionen dabei. Sie war auch seit 2 Missionen dabei. Schade. So, dann machen wir jetzt weiter, bevor das Mikrofon wieder abnäppelt. Also den Schnuffel 7 oder der oder die Schnuffel 97. Willkommen im Team. Dann gehen wir jetzt weiter. Jetzt muss ich mal eben auf meine schraue Liste. Knirsch, 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 knirsch. Geh im richtigen Fenster auf. Jo, dann geht's weiter. Der nächste ist dann bei uns. Stopp. Rekrut. Der nächste Rekrut. Ah, okay. Ich kriege gerade die Info. Ja, Rekrut. Okay, ich hab's gesehen. Stimmt. Man sollte gucken. Du böser Rekrut, du hast dich zwischen die Gefreiten gemischt. Okay. Danke für den Hinweis. Dafür bin ich da. Ich weiß. Bin ich auch dankbar drüber. Jo, der nächste, den wir jetzt hier reinschmeißen. Würde ich sagen, ist die, mit der du in letzter Zeit ziemlich oft streamst. Die hat das, glaube ich, verdient. Okay, das ist dann die Werte Ina. Willkommen im Team, auch wenn du noch nichts davon weißt. Zack. Du wirst es ja dann bestimmt morgen in Skype so sagen, ne? Oder in WhatsApp. Naja, morgen nicht, das ist dann wieder nächste Woche dran. Wir hatten erst letzte Woche gestreamt. Du hast ja mit ihr so Kontakt, das kannst du eher so sagen. Das ich schon, ja, kann ich auch machen. So, dann die Nummer 10, da haben wir jetzt aufgeschrieben, den guten SOP Helmet. Ja, willkommen im Team. Auch du warst bei ein paar Planerfolgen mit dabei und du hast mir auch die ganzen Telekom-Hardware-Teile gesponsert. Deswegen wirst du ein Soldat bei uns. Herzlich willkommen im Team. SOP, so. Jetzt muss ich wieder lesen hier, du. SOP Helmet, habe ich es richtig geschrieben? Ja. Du musst nicht immer auf OK gehen, kannst du auf den Pfeil da links oder rechts gehen, dann gehst du automatisch zum nächsten Rekruten oder zum nächsten Soldaten. Na gut, das mit dem OK ist bei mir so drin, ich muss immer irgendwie auf OK klicken. So, warte mal, Gefreiter, dann der nächste ist dann der gute Dagomir 82, auch den hatten wir in den letzten Planerfolgen der ersten Staffel als Gastkommentator dabei. Gott, das ist schon ewig. Das ist schon Ewigkeiten her. Wir wollten mal irgendwie nachher noch was, nochmal zusammen irgendwie was machen, aber das ist leider aus irgendwelchen Gründen nie zustande gekommen. Jo, herzlich willkommen im Team. Lang, lang ist's her. Wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir noch einen Gefreiter. Wen habe ich jetzt auf der Liste? Dich haben wir schon. Dann, den haben wir doch, den guten NWL Hexes, so wird er ja ausgesprochen, war das. Er hat auch... Falsch. Falsch, NWL Hexes. Ich lern's nie, ich lern's nie. Auch er war damals bei ein paar Folgen als Gastkommentator bei der, wie hieß sie nochmal, bei der Fight for the Future Challenge gewesen von XCOM. Ich lern's nie, also ich lern das nie. Mit dem Namen. Ja. Der Ösi. Der Ösi, genau, aus Österreich, genau. Das war dann der letzte. Rekrut, Feldwebel, alles Chlor. So, wie viele Leute haben wir denn jetzt schon? 2, 4, 6, 8, 10. Oh, da müssen wir noch mal einige nachbestellen. Beziehungsweise wir haben nur 9 auf dem Sky Ranger. Mhm.
Da müssen wir auf jeden Fall mal nachbestellen. Kaufen. So, 9 haben wir. Dann brauchen wir noch 3, würde ich sagen. Okay. Du bist aber sparsam. Ja, gut, du hast auch nicht so viele Namen auf der Liste, ja. Eben, na gut, wir können noch ein paar mehr bestellen, falls wir, aber wir werden von dem Monat noch nicht behakt, von den Außerirdischen, sodass wir noch keine Basis verteidigen müssen. Aber du hast recht, wir sollten ein paar mehr kaufen. Also wenn ich Leute einkaufe, sind es immer so mindestens 5 Stück oder so. Na, ich mache jetzt mal 10 draus. Soldaten. Schott, zack. Wie sieht's mit der Forschung aus? Unbekannt. Ja, nie ist klar. Warte mal, wir haben nur 20. Die hatten wir ja gerade erst angeschmissen, dann kam das Terrorraumschiff. Ja, okay, das haben wir. Dann gehen wir mal wieder auf ein Techchen. Da sind sie schon alle. Aber die benenne ich jetzt noch nicht um. Oh, guck mal, da ist sogar einer auf dem Boden gelandet. Ja, von wegen, die benenne ich jetzt noch nicht um. Warte mal eben. Nee, das muss ich mich jetzt wirklich umgewöhnen. 5 Sekunden, das ist da oben. Das ist noch eine Nachtmission. Schick lieber einen Abfangjäger hin. Ja. Das habe ich vorgehabt. Weil bis der Tag ist... Ist sogar über Wasser. Ja. Das ist ein großer Aufklärer sogar. Mhm. Und abgestürzt. So, wenn wir jetzt bei Terror... Abgestürzt und abgesoffen. Ja. Obwohl, ich habe es auch schon mal gehabt durch irgendeinen Bug, dass ich sogar schon mal eine Unterwassermission spielen konnte bei UFO. Allerdings hatte ich dann unter Wasser einen Bauernhof gehabt. ja. Du hattest auch mal bei UFO den Bug, dass du mit dem zweiten Sky Ranger, der keinen Treibstoff mehr hatte, auf dem Rückflug war und über... hat, ne? Genau. Das war quasi ein Außenbordradar. Ja, genau. Der stand dann hier ohne Treibstoff und der ist dann hier geflogen und hat patrouilliert. Ich denke mal, du konntest die Dings nicht abreißen, den Hangar. Ja, genau. Das war halt immer, also. Aber wie gesagt, das war meine gute alte DOS-Version. Die hat schon einige Bugs auf Lager gehabt. Es gab zum Beispiel so viele Bugs. Ich hatte sogar mal gehabt, da wurde der Blaster nicht freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, da wurden sehr viele Sachen schon damals nicht freigeschaltet, aber egal. Stützpunkte, wir sortieren jetzt doch mal die Soldaten um. Ich habe mich gerade dazu entschieden. Du wirst dann einfach, was hatten wir jetzt? Die Nummer 14 müsste jetzt kommen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich glaube, die hatten wir schon, aber ist jetzt egal. Die hatten wir, hast recht, okay, ich habe mich verzählt. Geh doch mal ins Denkmal, da müsste eigentlich stehen. Die 14, die steht sogar hier, Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Da ist sie, da habe ich sie gerade gesehen. 15. 16. Ja, ich weiß, ich muss hier drauf drücken. Ich bin alt, aber ich lerne noch. Auch wenn ich das nicht mehr wieder vergessen habe. 18. Ich bin schon auf die erste Aufnahmesession gespannt ohne mich. Ja, ich auch. Das wird wieder Verpeiltheit pur. 198. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Mhm. Zum Glück noch nicht. Vor allem, du brauchst sowieso eine gewisse Anzahl an Soldaten, weil sich sonst der Kommandant bei dir nicht freischaltet. Mhm. Ach so, meinst du rangmäßig jetzt? Ja. Okay. Weil sonst wird... einer deiner Hauptmänner nicht zum Kommandanten. Das habe ich selbst auch gemerkt irgendwie. Dass der erst ab einer gewissen Anzahl an Feldwebeln und an Gefreitern und Hauptmännern erst den Commander, also einer dann zum Commander wird. So, jetzt kommt die 25. Na, da kommen einige. 26. Ich glaube, 27 müsste jetzt der oder die letzte sein. Ja. Ja. Yep. Okay, gut. Okay, wir haben jetzt wieder einige. Einige, ja. Rüsten wir mal den Sky Ranger aus. Sky Abahachi. Genau, der ist ja verbundet, das Schnüffelchen. Der Arme. Zack, so. Ich würde sagen... Immer 6 Rookies, die würde ich mal ganz nach vorne stellen. Das habe ich vor. 6 Rookies, ja genau. Rechtsklick, denk dran. Mach ich doch gerade, so. Siehste, lernst es doch. Sag ich doch.
Zack. Alles klar. Obwohl, okay, der ist verwundet. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir genau, jetzt haben wir 2 haben wir, ist in Ordnung. Was macht die Ausrüstung? 12 haben wir im Skyranger, Gewehrmagazin, Raketenwerfer. Obwohl, den Raketenwerfer weiß ich nicht, den können wir eigentlich auch draußen lassen. Außer viel Brand und viel Rauch macht er irgendwie nichts. Schade, ich hätte den gerne mal in Aktion gegen den Schnitter gesehen. Jo. Zack, zack. Er bewaffnet sich schon. Noch. Warte mal, was wollte ich denn machen? Ich glaube, ich wollte mal gucken, was unsere Avalanche-Raketen machen. Da haben wir nur 7 Stück. Da möchte ich jetzt, wenn es geht, dann noch... Na, komm, komm. 13 Stück kaufen. So. Geh nochmal ins Stützpunkt. Mhm. Mach ich. Ich wollte nämlich sagen, bevor du zur Weltansicht wechselst, würde ich sagen, beenden wir den Part und... Damit haben wir jetzt mal einen guten Schwung aufgenommen, wir beide. Und ja. So ab der nächsten Folge bin ich mal eine kurze Zeit nicht dabei. Ja, das kriege ich schon hin. Auch wenn vielleicht kriegst du auch ein paar von den Leuten, die wir da jetzt so aufgezählt haben, mal dazu, dass die mal mitlabern jetzt. Ja, aber. Du bist nicht gerade so ganz alleine. Genau, aber apropos Labern hier, weil ich nur sagen wollte, bevor wir jetzt den ganzen Part beenden, wie gesagt, LST macht ja gerade parallel auch sein UFO-Let's Play und ich habe da mal vor ein paar Tagen mal angefragt, ob ich da als Co-Kommentator mitkommentieren kann und ich habe dann seit dementsprechend noch nichts gehört und interessanterweise hat er dann in seiner heutigen Folge erzählt, dass er seit einigen Monaten nicht mehr in seinem YouTube-Postfach reingeguckt hat und... dass er dann auch diverse Anfragen hatte wegen Gastkommentator und er meint dann auch irgendwie, das wäre momentan nicht möglich, weil er zu den unmöglichsten Zeiten, wenn dann Zeit hat, so irgendwie 3 oder 5 Uhr morgens. Das habe ich halt auch gesehen, ja. Ja. Und dass er sich dann auch nochmal melden wird. Ja, genau. Bin mal gespannt. Aber wie gesagt, 3 oder 5 Uhr morgens, kein Thema. Ich bin da eh nachts auf momentan, solange ich nicht arbeite. Mal gucken, da kriegen wir irgendwie schon hin. Okay, dann sage ich mal danke, dass du als Co-Kommentator dabei gewesen bist. Kein Problem, jederzeit wieder gerne. Allerspätestens, wenn es nach Cydonia geht. Ja, genau. Und ich hoffe, was noch ewig dauert. Ewig, besonders wenn ich mir noch ein Mikro besorgen muss. Schnarch. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss. Mhm. Oh, ist auch schon wieder spät in der Nacht, sehe ich gerade. Ja, deswegen, ja. Ich schnarche gleich vorm PC weg. Ja, ja. Na gut. Gut, bevor du mir einschläfst, machen wir Schluss. Und ich sag dann, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, wenn du Zeit hast, sag Bescheid, dann nehmen wir wieder auf. Ansonsten sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssli. Ja, Ende aus Mickey Mouse. Musst du aber eher auf die Weltansicht zum Abspeichern.